Mit Gewitter im Kopf, die da wieder mal was gesagt haben. Tourette als Cutter bei Revi spielt wahrscheinlich auf das an. Auf das an, wo ich Cutter gesucht habe. So, let's go, wir starten direkt ins neue Video rein. Und zwar sucht der liebe Revi einen neuen Cutter. Das würde mich mal interessieren, was er da in dem Video gesagt hat. Auch. Ja. Leo ist nämlich so ziemlich einer, glaube ich, der krassesten Cutter, die auf YouTube Deutschland existieren. Real fucking talk, real fucking talk, es ist so. Ha! Und deswegen wird es, glaube ich, nicht. Doch, der landet leider bald auf dem Scheiterhaufen. Deswegen glaube ich nicht. Wird es, glaube ich, nicht so einfach, da einen guten, würdigen Nachfolger zu finden. Aber wir gucken mal, was er versucht. Bitpart, Dankeschön. Ja. Warte mal kurz. Wo ist der Ton? Digga, schon wieder komplett lost, die beiden. Schade. Hier regiert nur der Hansa Rostock. Diese Aufschrift zuletzt gesehen habe, auf der vollgeranzten Crack-Toilette auf irgendeiner Raststätte im Osten. Die coole Socke, dankeschön, Bro. Kuss. No Front gegen Hansa Rostock. Full Front gegen Hansa Kackstock. auf Montana Black Rage angelehnt. Warum sagst du das? Oh. Okay, ich denke mal, das geht. Ist jemand, den wir niemals hätten verlieren wollen, ist leider Gottes von uns gegangen. Wie sie beide einfach nicht hingucken. Jan guckt auf sein Handy und Tim versteht gar nicht, was passiert. Ja, okay, so melodramatisch wollte ich es gar nicht gestalten. Leo muss leider Gottes jetzt zurück in die Uni, weil der muss seinen Bachelor machen, denn sonst hat er die ganzen Jahre umsonst studiert und das wäre saudumm. Leo, komm doch kurz zu mir und setz dich, mein Guter. Alter, wie lange warst du jetzt hier? 1,5 Jahre. Das war geil, Digga. Florian, geh, Digga, danke schön. Kuss. Danke, Bro. Ja, es war wirklich sehr stabil. Leo ist der Mann hinter der Magie, der für den Zauber in meinem Video quasi sorgt, weil wenn man... kenne den. Ich auch. Sau unangenehm, Gisela. Ja, ich kenn dich. Hallo! Jo, wenn du einen neuen Job hast, komm ganz zu uns. Wenn man sich die Videos raw anguckt, Leute. Wir sind auch netter als der Rede. Leo macht auf jeden Fall. Das ist absolut gelogen. Also, ich bin wirklich ein ziemlich guter Arbeitgeber, würde ich sagen. Er ist leider sein Bachelor, beziehungsweise glücklicherweise sein Bachelor. Ich glaube, das ist sogar die letzte Möglichkeit, die du jetzt hast. Ne? Ja. Wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du quasi immer out. Deshalb, meine Freunde, machen wir das so wie bei Thomas, nur dass der Unterschied sein. Auch saustabil, dass das Video von dem wieder komplette Kartoffelqualität hat. Einfach, dass wir Leo halt vermissen und Thomas nicht. was wir einen neuen suchen. Wir suchen einen neuen Cutter mal wieder, meine Freunde. Es ist wieder soweit. Maybe kehrt er nochmal zurück. Maybe widmet er sich eigenen Projekten. Er wird auf jeden Fall niemals gänzlich von uns gehen, weil wir wahrscheinlich noch weiterhin für das Label mit Musik, Dezibel 1996, und Dankeschön. Anderen großartigen Projekten zusammenarbeiten. Wir machen sogar noch einen kleinen süßen Abschlusstrip alle zusammen, der extrem nice werden wird. Dazu aber darauf gespannt. Krank. Es wird heftig. Dieser Abschluss, dieser Trip wird wirklich wild. Es wird aber echt cool. Die haben was sehr Cooles im Plan. Wir dürfen zwar nichts dazu sagen, aber. Was machen die denn? Hä? Jedenfalls suchen wir wieder wen Neues. Und die Voraussetzungen haben sich zum letzten Mal eigentlich. Tim, Digga, wie dumm bist du eigentlich, Bro? Wie dumm bist du? Tim, warum? Kaum geändert. Ich habe euch wieder netterweise vorbereitet mit Leo. Einen wunderschönen. Wie geil ist das denn? Nee, da soll das so stehen. Ein wunderschöner Ausschnitt von dem Video mit Poldi, also, den ihr gerne zusammenfügen könnt und solltet. Übrigens, die ersten Bewerbungen sind schon eingegangen und interessanter Content auf jeden Fall. Sagen wir so, wie es ist. Schneiden, schnitttechnisch mir zu zeigen, was ihr drauf habt. Das sind drei verschiedene Kameras, die müssen synchronisiert werden. So ist ein bisschen feiner beides gefragt. Und nochmal einen ungefähr einstündigen. Das kann ich. Mit Miki zusammen. Mit bist du dir sicher, dass du das hinkriegst? Nein, ich glaube, es wird vermutlich schon lange dauern, bis ich alle Kameras eingeschaltet habe. Fall Guys. Diese zwei Sachen hätte ich gerne auf insgesamt 2 Minuten runtergeschnitten. Beide Dateien. 1 Minute Gaming und 1 Minute ungefähr oder 30 Sekunden IRL und 1 Minute Gaming. Wie ihr das gewichtet, ist euch überlassen. Ihr habt 2 Minuten für diese beiden Content Pieces insgesamt Zeit. Top editiert, Musik, Texteinblendungen, lustige Memes, Zehner. Die haben 2 Minuten Zeit, um das zu bearbeiten. So habe ich das jetzt verstanden. Justin Monte, haha, lol, alles was Pop. Digga, also Tim ist ja wirklich komplett dumm, oder? Kultur und Witziges. Das, was Leo quasi auf State of the Art gemastert hat, brauche ich von euch, wenn ihr euch bewerben wollt. Danach würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in 120 Sekunden kurz erklärt, wer ihr seid. Lotta, danke, schön. Ganz kurz erzählen, eventuell, wie eure Bindung so zu YouTube ist und was ihr da... Oh Gott, die Sirene höre ich jetzt schon. Was für eine Sirene? Vielleicht die, die draußen immer sind. ...eventuell schon mal gemacht habt. Natürlich auch, was ihr gelernt habt. Im besten Fall blendet ihr nochmal ein paar Referenzen ein. Also Dinge, die ihr selber schon mal gemacht habt, weiß ich, Designs, Artworks, Videoschnitt, Musikvideos, sowas. Also ich check ja nicht... Gerne mit in die Bewerbung reinpacken.
Deren Reacts sind wirklich wild. Die sitzen ja da und gucken sich das einfach nur an, oder? Wie gesagt, die ganze Bewerbung sollte so zwischen 3 und 4 Minuten lang sein pro Person. Erzählt mir was über euch, über eure persönlichen Ambitionen, warum gerade ihr diesen Job ja, ne? Avocado. Was das für euch bedeuten würde. Die schauen, also die sagen gar nichts. Die arbeiten es nicht einfach. What the fuck? Wieso sagst du das? Bro, meine Arbeitgeber, also nee, Moment. Moment mal, wait a minute. Ich als Arbeitgeber bin wirklich sehr, sehr entspannt. Real, real talk. Bei uns ist es einfacher, komm zu uns. Bro, das stimmt nicht. Tim ist komplett lost und weiß nicht, was er macht und du bist die ganze Zeit betrunken. Genau, also falls Leute... Ihr dürft auch besoffen arbeiten, das macht... Ja, genau das, was ich gesagt habe. Wir auch. Team Gewitter im Kopf, zu dich, also... Auch wenn ihr 5 Stunden zu spät seid, das ist normal hier. Kleine Wichser, die waren wirklich 5 Stunden zu spät. Ich frage jetzt mal ganz kurz, was euch hier erwartet. Jetzt bin ich gespannt. Ein großzügiges und hochwertiges Büro mitten in der Kölner Innenstadt. Es ist so lustig gewesen. Ich fand das so lustig, was wir da gemacht haben. Ich fand es wirklich Real Talk lustig. Wir haben es vorher extra gescriptet. Das stimmt nicht, weil du willst Miete sparen und wir sind voll weit außerhalb. Essen auf meinen Nacken. Naja, ja, okay. Das ist das erste Mal, dass du ins Essen gekommen bist. Saubere und angenehme Arbeitsräume. Du hast gesagt, ich soll alles aufräumen gerade. Eine tolle Managerin. Immer wenn wir da sind, schreien die sich gegenseitig an. Stimmt, ich hasse Kim. Ich hab die ja einmal gesehen. Ich Kim! Ach ja, das so heißt die. Ein tolles und angenehmes Arbeitsklima. Aber wir dürfen die nur 10 Sekunden am Tag anmachen. Und dann sonst du nimmst. Angenehme und saubere Sanitärmöglichkeiten. Das ist genau Tims Humor, Alter. Das ist genau Tims Humor, der Arme. Wunderschöner und angenehmer Außenbereich zum Entspannen. Du hast gesagt, wir dürfen nicht raus, wenn wir arbeiten hier. Und natürlich auch eine unglaublich überdurchschnittlich faire Bezahlung. Meine Eltern zahlen meine Miete momentan. All das und viel mehr erwartet. War lustig, komm, war schon lustig. Wenn du bei mir arbeitest. Ja, und genau das hier wäre... Kurz Spaß beiseite, weil ich das gerade gesagt habe. Also für Revi zu arbeiten ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich krass. Also ist schon wirklich geiler Arbeitgeber, glaube ich. So. Ehrenbruder, Ehrenbruder Tim, Ehrenbruder Tim, Amena. Mit dem fetten Büro und so. Blödsinn! Ist schon das das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man da sehr viele Sachen erlebt. Coole Gang, dein coole Crew. Arbeitsplatz. Ich wollte nach links dahin. Ich wollte wirklich da. Ja gut, Tobi hat dann leider doch aufgezeigt, dass es hier vielleicht doch nicht so geil ist, wie dann ursprünglich von uns propagiert worden ist. Richtig traurig. Jetzt mal Real Talk. Ich glaube, zum Arbeitsthema kannst du sagen, hier ist es extrem entspannt. Ich habe letztens noch in einem Meeting meinen Sack rausgeholt und mein... Das stimmt wirklich, ich habe einfach meinen Hodensack. By the way, habe ich eben meinen Hodensack beim Skaten geprellt. Ich habe einen blauen Hoden gerade. Ich habe einen Kickflip in meine Eier gemacht. Ich sag's, wie es ist. Und mein Hodensack ist absolut schmerzverzogen. Ich habe wirklich meinen Sack rausgeholt bei dem Meeting. Was? Ich auch. Das sind so Sachen, die wir einfach hier machen. Es passiert doch des Öfteren, dass wir hier oben ohne rumlaufen. Ach ja, und falls du Single bist, hier sind 4 Frauen im Büro, die alle vergeben sind. Perfekt. Ich würde sagen, bewerbt euch. Spielkit 23, Dankeschön, Bro. Dankeschön. Egal, wo ihr herkommt. Ich hoffe, du bist kein Dena-Fan. Grundvoraussetzungen, die ich zeige jetzt nicht meine Eier-Chat. Ganz, ganz wichtig sind. Nummer 1, ihr seid mindestens 18 Jahre alt. Wichtig. Nummer 2, ihr seid bereit für mindestens 2 Jahre nach Köln zu ziehen und hier vor Ort im Office zu arbeiten. Yes, sir. Wir haben natürlich eine Transition-Phase, also solltet ihr jetzt noch 2 Monate irgendwie online arbeiten wollen und wir schicken euch die Dateien. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist nur langfristig, dass ihr auf jeden Fall nach Köln zieht. Wir helfen euch natürlich auch bei Wohnungssuche und so weiter und so fort. Und ehrlich, bei dem Gehalt oder das... Boah, ich hab so Bock auf das... Nummer 3, ihr seid auf jeden Fall teamfähig und begeisterungsfähig, um neue Dinge zu lernen. Ich bin nämlich gar nichts von beiden. Ich bin weder teamfähig noch begeisterungsfähig. Ihr wisst, wie Kameras funktionieren. Ihr habt Ahnung von ein bisschen Audio-Edit. Sau entspannte Geräusche wieder. Also wenn es mal rauscht und knackt im Mikro, was man da macht. Und vor allen Dingen... Es einfach übertönen, das wäre unsere Taktik. Was? Wenn es im Mikro rauscht und knackt, dann einfach übertönen, das wäre unsere Taktik. Der neue Cutter ab übernächsten Monat. Ein bisschen mehr als Grundkenntnisse wären schon ganz gut. Tobis macht völlig hart, jetzt aber... Ach, deswegen ist seine Stimme so... Ich kann, ist das nicht verkehrt, Photoshop-Skills, After-Effects-Skills und sowas mitzubringen. Und ich weiß, dass es da draußen sehr, sehr viele begabte Leute gibt, die genau sowas machen. War es das schon? Ihr merkt schon, ich suche eigentlich nicht nur einen Cutter, sondern ähnlich so wie Leo und Tobi, jemand, der irgendwie alles kann und so vor allen Dingen... Mal gucken, was die beiden noch dazu sagen. Darum oder sowas ist eigentlich the go, oder? Ja. Tobi ist auch noch ein bisschen da? Auch noch so ein bisschen da, also erst dazu eigentlich, also sehr, sehr zeitnah. Tobi hat auch oft, aber
Nein, Tobi hört nicht auf, wir Bots, Alter. Aber Tobi kann nicht cutten und alles andere gleichzeitig machen. Ja, aber neu. Es gibt sowieso eine Übergangsphase. Tobi ist noch da, Leo ist auch noch so ein bisschen da. Ach so, okay. Zehnter rum oder sowas ist eigentlich the go, oder? Ja. Ich bin gespannt. Auf geht der Hase. Ich freue mich auf eure Bewerbung. Kack! Ciao. Bin ich auch sehr gespannt, muss ich ja sagen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Man muss ja dazu sagen, für uns ist das auch mal crazy. Mhm. Also auch mal was Neues, weil nicht nur Revi hat ja einen neuen Cutter, sondern ja. Wir treffen ja dann auch auf die Person. Ach ja, so. Stimmt. Dann nennen wir die ihn oder sie auch. Rezos Cutter werden wir auch kennenlernen. Genau. Die Person. Nee, Rezos Cutter werdet ihr nicht kennenlernen. Rezo will nie wieder mit euch drehen, hat er gesagt. Du musst ja eigentlich dann immer so bei den ganzen Treffen und so dabei. Hat eigentlich irgendjemand auch eine Katharin? Also ich kenne keine, die jetzt... Ich will eine An-Katharina, halt die Fresse, Revi. Wie vor der Kamera oder ja. Bewusst... liebe Grüße. Bewusst irgendwo zu sehen ist. Tolles Video, wirklich. Also Leute, da muss ich ehrlich sagen, das ist absolut arschgeil gewesen, Digga. Passt